da überhaupt irgendwelche Worte zu sagen. Ich habe mich gefühlt, als ob ich aufgestanden bin und erstmal direkt gegen die Wand gelaufen bin. Dementsprechend jetzt, ich habe die Unterkörpertrainingseinheit schon hinter mich gebracht, aber bevor ich jetzt hier schon einfach losstürme und was hier überhaupt los, möchte ich natürlich die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, kurz so ein bisschen in die Thematik einführen. Ich habe am wahrscheinlich, also der genaue Termin steht nicht fest, aber ich sag mal, der 20. September wird so einem angepeilt. Da hat MyProtein mich zu einem Fotoshooting eingeladen, wo so, ich sag mal, die deutschen Athleten eingeladen werden, um dann halt auch mal sich persönlich in England vorzustellen. Ich habe sie ja schon auf der FIBO den einen oder anderen von den, von den Chefs da, sag ich mal, kennengelernt. Und wir sind halt eingeladen, dort so ein kleines Fotoshooting zu machen. Und ich war natürlich jetzt an so einem Punkt, was soll ich machen? Soll ich jetzt weiter meinen Plan verfolgen, wie ich es vorhatte, bis zum Ende des Jahres, beziehungsweise noch über das nächste oder bis ins nächste Jahr hinein im Aufbau zu bleiben? Ich bin jetzt mittlerweile, wie ihr auch feststellen konntet, bei etwa 105 Kilo. Es ging wirklich gut voran mit der Kraft, aber ich weiß halt, wenn ich am 20. September da Fotos machen muss, dann wird das mir nicht unbedingt gefallen. Dann wird das alles relativ schwammig aussehen, weil nun mal auf Fotos das nicht die Muskulatur oder die Muskelmasse nicht so wirkt, wie wenn ich jetzt vor euch stehen würde. So, und dementsprechend war gestern so ein Punkt da, was machst du jetzt? Machst du jetzt bis zum 20. September so einen richtig harten Cut, um da einigermaßen vorzeigbare Fotos denen dann zu liefern? Oder ziehst du einfach dein Ding durch und bleibst im Aufbau bis zum nächsten Jahr? Und da habe ich halt so einen Aufruf gestartet bei Instagram und habe halt so ein bisschen um eure Unterstützung gebeten, wie ihr denn entscheiden würdet. Weil ich natürlich auf der einen Seite, klar, ich habe meine eigene Meinung, ich habe mein eigenes Denken, wie ich mich am wohlsten fühle, aber trotz alledem liegt mir auch einfach was daran, dass ihr Interesse an den Videos habt, die ich hier mache und einfach auch vielleicht Spaß und was lernen könnt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, wie geht es jetzt vor? Und ihr werdet es schon aus meiner Formulierungsweise bei dem Instagram-Post vielleicht herausgehört haben, dass ich selber eher so der Typ bin, der jetzt gerne die 6 Wochen cutten würde, weil ich einfach glaube, dass es für mich eine sehr große Chance ist. Und mein großes Ziel ist nun mal die FIBO 2016, dort endlich auch mal einen Stand vertreten sein zu dürfen. Und da sind nun mal die richtigen Leute, die das dann zu sehen bekommen. Und wenn man da eine gute Leistung vorzeigt, dann ist das nun mal schon mal äußerst positiv. Somit geht es jetzt um den Gameplan, um die Spielstrategie. Wie gehe ich vor in den nächsten 6 bzw. 7 Wochen? Ich habe mich heute gemessen, ich wiege 105 Kilo. Es sind ziemlich genau 7 Wochen, die ich dort jetzt Zeit habe, um zu cutten, und ich werde einen sehr harten Cut einlegen. Ihr werdet es, ich werde im Allgemeinen nicht so detailliert auf Sachen wie, was gibt es für Diätvarianten und so weiter, beziehungsweise Kohlenhydrate, Eiweiß, wie sollte die Makroverteilung sein und so weiter. Da möchte ich jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen, weil da könnt ihr einfach use it or lose it. Das also quasi, wenn ihr meinen YouTube-Kanal anguckt, dann steht da Uploaded Videos, und genau darüber habt ihr eine Playlist. Da sind wirklich, ist einmal eine komplette Videoreihe aufgeführt, in dem ihr einen Trainingsplan bekommt. Da wisst ihr, wie ihr tracken müsst. Da kriegt ihr von mir gesagt, auf was ihr achten müsst und so weiter. Also da ist schon quasi alles drin. Dementsprechend wird es in den nächsten 7 Wochen darum gehen, wie trainiere ich, wie ernähre ich mich. Ich werde es ähnlich wie Futuring schmale Schulter aufführen und euch quasi immer wieder in meinen Alltag mitnehmen, dokumentieren, wie verändert sich mein Gewicht, wie sieht mein Training aus, wie koche ich. Und darum soll es halt im Großen und Ganzen gehen. Ich habe jetzt schon mal was eingekauft, und bitte erschreckt euch nicht und sagt, okay, jetzt wirst du zu so einem verkackten, stumpfen Bodybuilder und immer nur Reis und Hähnchen und bla. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Mein Plan ist es für die nächsten 7 Wochen, Flexible Dieting, letzten Endes, also if it fits your macros, letzten Endes werde ich jetzt einen harten Cut machen. Heißt, ich werde ein sehr hohes Kaloriendefizit fahren für die nächsten Wochen, um circa 7 bis 8 Kilo abzunehmen. Ich bin jetzt bei 105 Kilo. Ich sag mal, die ersten 2 Kilo, die werden relativ schnell sich verabschieden, weil das
nun mal auch meine Glykogenspeicher sind voll. Ich hatte gestern noch einen Rest-Day, habe da ordentlich Carbs getankt. Und ja, man muss nun mal wissen, dass Kohlenhydrate Wasser binden und dadurch wird man nun mal ordentlich schwerer. Somit ist der Plan für die nächsten 7 Wochen erstmal 2800 Kalorien bzw. 2900 Kalorien, die ich am Tag zu mir nehmen werde. Diese 2900 Kalorien, die unterteilen sich in 300 Gramm Kohlenhydrate, 70 Gramm Fett und 230 bis 250 Gramm Eiweiß. Dementsprechend auch dieser Spielraum von 2800 bis 2900 Kalorien. Ihr werdet daraus entnehmen, dass, also ich werde mich an die Makros werde ich mich halten, nicht unbedingt an die Kalorien, weil ich nun mal auch über das Gewicht, was ich da was wöchentlich sinken wird, möchte ich natürlich auch dokumentieren, inwiefern so dieses Gewicht eine Aussagekraft hat. Wenn ich den einen Tag 300 Kohlenhydrate esse und an einem anderen Tag 600 Kohlenhydrate, dann entstehen da nochmal enorme Schwankungen und dementsprechend habe ich mir gesagt, ich werde einfach eine feste Makrozahl verwenden, um wirklich um diesem Gewicht auch eine Aussagekraft geben zu können. So, heißt, ich bin bei ca. 2,3 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich bin bei ca. 0,7 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. In meiner letzten Idee war ich bei ca. 0,5 Gramm. War mir eindeutig zu wenig. Ich habe es einfach in meinem meiner Gefühlswelt habe ich sehr stark gemerkt, an meinem, muss man ganz klar sagen, an meinem Sex-Drive quasi. Also man hatte echt überhaupt gar keine Lust mehr irgendwie, wie soll man sagen, sich fortzupflanzen, sag ich mal. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, gerade dieser Hormonhaushalt und die Hormonwelt hat nun mal einen sehr entscheidenden, eine sehr entscheidende Bedeutung auf unseren Gefühlsstatus, auf das, was ich halt gerade eben gesagt habe. Dementsprechend liegt er jetzt bei 0,7 Gramm. Der Rest wird mit Carbs aufgefüllt. Letzten Endes wird es halt immer noch in die Richtung High Carb, Low Fat gehen. Aber natürlich auch High Protein in dem Zusammenhang. High Protein einfach, um den Muskelschutz zu gewährleisten, um die entsprechende Sättigung zu erhalten. If it fits your macros, mache ich. Und jetzt werdet ihr sagen, boah, da kannst du im Prinzip doch alles essen. Warum tischst du dann hier schon wieder so Müll auf? Gerade in der Diät, dafür werde ich euch jetzt mal da drauf richten, gerade in der Diät werdet ihr ganz schnell merken, dass wenn man nur eine begrenzte Zahl an Kalorien bzw. Makros frei hat, dann geht es nicht mehr darum, möglichst viele Industriezucker, was weiß ich, in seine Ernährung einzubauen, sondern dann wird es ganz schnell darum gehen, das Möglichste aus seinen vorgegebenen Kalorien herauszuholen. Heißt, genau diesen Punkt zu treffen, der mich näher an meine sportlichen Ziele heranbringt und gleichzeitig aber mir so viel Power gibt und so viel Kraft noch gibt, um einfach durch den normalen Alltag zu kommen. Und wenn ihr an diesem Punkt seid, dann werdet ihr merken, dass ihr einfach back to the basics quasi möglichst hohes Volumen im Essen, möglichst Essen, was euch lange, lange satt hält und möglichst Essen, was euch genug Nährstoffe liefert, um zum einen die Makros zu treffen und zum anderen aber auch gesund zu bleiben, weil Diät für den Körper wieder psychische Belastung bedeutet und körperliche Belastung bedeutet und krank werden ist nun mal in dieser Situation das wohl Schlechteste. Somit habe ich einfach mir Sachen eingekauft und das sind jetzt nun mal die Basics, die ich einfach da haben werde. Ich werde immer noch lecker kochen, ihr werdet immer noch Rezepte von mir bekommen und so weiter. Aber ich will einfach Basics zu Hause haben, auf die ich im Notfall bzw. auf die ich in jeder Situation zurückgreifen kann. Das ist nun mal, auch wenn viele diese Milchprodukte in der Diät komplett rauslassen, ich bin da nicht der Fan von und ich mache es auch nicht. Das ist nun mal der Magerquark, den ich mir zum Abend immer gönne. Dann wird Hähnchen ganz normal in meine Ernährung wieder mit eingebaut. Tiefkühlgemüse habe ich auch immer da, hohes Volumen, wenig Kalorien.
und die entsprechenden Nährstoffe. Und da braucht man echt bei Tiefkühlgemüse keinerlei Scheu haben. Man macht sich eher das Gemüse oder die Vitamine aus dem Gemüse kaputt, indem man es zu stark erhitzt bzw. zu lange liegen lässt. Dementsprechend Tiefkühlgemüse als Kohlenhydratkomponente, die mich halt immer satt macht, werden Haferflocken dienen, wird Reis dienen und so weiter. Dann wird natürlich ab und zu dadurch, das ist ja das Gute daran, dass ich es mir relativ selber entscheiden kann, wie ich es handhabe, wird natürlich auch immer wieder so die Möglichkeit entstehen, wo ich mir so eine Pizza zum Beispiel belege. In dem Fall ist das echt eine gute Variante. Ich zeige euch die mal. Pizza Ballons. Laktosefrei. Laktosefrei ist mir eigentlich egal, aber es ist ein Dinkelbogen, es ist wenig Fett, wenig Kalorien und das kommt wirklich hin. Also bei der Pizza seid ihr bei knapp 570 Kalorien, nur 12 Gramm Fett und ja, so 27 Gramm Eiweiß, geht echt mega klar. Dann natürlich neben dem Quark auch immer der Hinweis, haut euch Beeren rein, neben dem, dadurch, dass es halt viele Vitamine enthalten sind, viele Ballaststoffe dann noch oder ballaststoffreich auch noch und ja, kalorienarm. Schmecken mir auch immer sehr lecker in Verbindung mit meinen Flav Drops. Hier, das ist quasi die ganz schnelle Variante, schnell in die Mikrowelle hat man direkt diese Mischung aus zum Beispiel Nudeln und Gemüse oder Reis und Gemüse. Und dann werde ich natürlich auch immer noch Fette frei haben, die ich irgendwie decken muss. Da werde ich, weil ich einfach der absolute Erdnussbutter-Fan bin, auf meine Peanut Butter zurückgreifen, Nüsse und so weiter. Obst werde ich auch ganz viel kaufen, auch frisches Obst natürlich, aber ich bin immer, ich mag es überhaupt gar nicht, wenn man irgendwie irgendwelche Sachen wegschmeißt. Dementsprechend das so die Grundkomponenten, die ich immer im Kühlschrank habe, die nicht so schnell schlecht werden, weil ich halt auch das Fleisch meistens immer noch einfriere. Ja, und dann gibt es natürlich so Leckerlis, die ich halt mir immer wieder in meine Ernährung mit einbaue, wie zum Beispiel jetzt dieser Pancake-Mix. Ich zeige euch natürlich auch die genauen Makros, was habe ich über den ganzen Tag gegessen. Das sind jetzt 100 Gramm von dem Pancake-Mix, die ich mir da wieder fertig mache. Und dann gibt es natürlich immer sowas, so Leckerlis quasi, die ich halt auch einbaue, so meine Süßigkeiten, dann die Eiweißriegel. So, ja, das wird von der Ernährung, sag ich mal, so der Grundplan sein. Wie ich das mit den Mahlzeiten time und so weiter, ihr wisst ganz genau, Mahlzeiten-Timing wird einfach überbewertet. Macht es so, wie ihr am besten trainieren könnt, wie ihr es am besten in euren Alltag einbauen könnt. Ich werde es so handhaben, dass ich versuche, so lange wie möglich zu fasten. Und meine Hauptmahlzeiten werden immer am Abend sein. Das ist einfach so, weil ich mit einem vollen Bauch, mit einem vollen Magen einschlafen muss. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich dieses Gefühl habe, keine Kalorien mehr offen zu haben, keine und dann gegebenenfalls irgendwie mit Hunger oder so einzuschlafen. Und ich kann es einfach sehr gut, ja, quasi in der ersten Tageshälfte gar nichts bis wenig zu essen. Muss natürlich auch alles in den Alltag integrierbar sein. Wenn ich einfach abends trainiere oder ganz spät abends erst trainiere, um gegebenenfalls mal Aufnahmen für euch zu machen und so, wird es natürlich auch dazu kommen, dass ich vorher schon was esse. Dementsprechend halte ich mir das relativ offen. Zum Training, da werde ich euch mit ins Training nehmen. Ich werde euch genau zeigen, was ich trainiere, wie ich trainiere. Grundsätzlich sei gesagt, dass ich erstmal mit einem Oberkörper-Unterkörper-Trainingsplan anfangen werde, aber nach Vierer-Routine, die sich halt, ja, also nicht quasi dieser Zweiersplit, dass du eine Trainingseinheit und eine zweite Trainingseinheit hast, sondern dass im Prinzip die Muskelgruppen zwar gleich bleiben, aber innerhalb des Trainings sich Unterschiede entstehen und dann so eine Vierer-Routine entsteht. In Sachen Rest Days, Pause machen, mache ich von meinem Körper abhängig, kann ich keine genauen Tage sagen, wie oft ich in der Woche einen Rest Day mache. Das muss ich einfach fühlen, das muss ich, so ist einfach so ein körperliches Empfinden. So, lange geredet, das ist so der Anfang meiner Strategie. Wenn ihr Fragen habt, die euch brennend interessieren und die euch einfach aus zum Beispiel Use It or Lose It nicht klar werden, dann schreibt ihr einfach drunter. Ich versuche wirklich alles mitzunehmen. Es ist mega warm hier. Wir sind schon wieder bei 28 Grad. Ja, ich hoffe, es interessiert euch. Ich hoffe wirklich, dass ihr mich dabei unterstützt. Die Daumen nach oben gebt, mir Kommentare schreibt,
den Zuspruch. Ich werde euch wirklich versuchen mitzunehmen durch die Höhen und Tiefen dieser Diät. Und wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Ciao. My rear view. When you pray to God, can he hear you? Shit, homie.